Die Ostseeküste bei Rostock-Warnemünde gehört zu den schönsten Landstrichen Deutschlands. Am 1. Juli 2010 bot sie zudem die eindrucksvolle Kulisse für eine Preisverleihung der besonderen Art. In der Yachthafenresidenz Hohe Düne lüftete Compamedia das mit Spannung erwartete Ergebnis der monatelangen Suche nach den innovativsten Mittelständlern dieses Landes. Durch das Programm führte Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers. Einen wunderschönen guten Abend darf ich Ihnen wünschen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Namen von Compamedia zu diesem glamourösen Abend. Unter den Festrednern Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering, der die Bedeutung des Mittelstandes als Motor des Aufschwungs hervorhob. Die Gründe für ihr Engagement für den deutschen Mittelstand erläuterte Gastgeberin Sicke Masoat. Es ist faszinierend für die besten, für die innovativsten Unternehmen im Mittelstand zu arbeiten, auch regelmäßig diese Dankbarkeit zurückgespiegelt zu bekommen, wie sehr wir sie in ihrer Arbeit auch voranbringen. Und es fühlt sich gut an, der Mentor, der Leistungsträger des deutschen Mittelstandes sein zu dürfen. Monatelange Untersuchungen von Experten der Wirtschaftsuniversität Wien unter der Leitung von Professor Nikolaus Franke bildeten die Grundlage für die Wahl der 100 Besten. Nein, Innovation heißt ja per Definition eigentlich, dass man es immer wieder neu macht. Also Rezepte aus der Vergangenheit, die gelten immer nur eingeschränkt. Und das sieht man auch bei der Analyse der Unternehmen. Wir haben es hier immer wieder, jedes Jahr wieder mit sehr viel Kreativität zu tun, mit ganz neuen Akzenten, die gesetzt werden. Und immer wieder auch mit neuen, überraschenden Dingen. Deswegen genieße ich das auch sehr, diese Analysen machen zu können, weil das immer auch sehr wichtige Impulse auch in die Forschung hineingibt. Der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Lothar Späth, engagiert sich seit Jahren als Top-100-Mentor und begeisterte auch an diesem Abend die 350 geladenen Gäste durch klare Worte. Wenn Sie die Top 100 nehmen, da können Sie jedes Thema aufrufen, was mit Innovation und neuen Dingen zu tun hat. Sie finden es da ganz einfach. Und insoweit ist es auch ein Abbild, das wir aufnehmen können, der innovativen Wirtschaft und der innovativen Mittelständler. Auch im internationalen Wettbewerb. Aber wir können immer wieder prüfen, wie schnell sich Fragen verändern und Antworten kommen müssen. Und eigentlich sehe ich die Top 100 so als einen Club, der Tempo macht, sich auch gegenseitig darüber informiert und damit einfach das Tempo erhöhen kann. Das abwechslungsreiche Programm bewegte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf seinen Höhepunkt zu. Die Auszeichnung der 4 Kategoriesieger wurde mit Spannung erwartet. Im Vorfeld waren diese von einer prominent besetzten Jury ausgewählt worden. Und er genießt. In der Kategorie innovationsförderndes Top-Management nahm Helmut Schreiner den ersten Preis für die Schreiner Group aus Oberschleißheim in Empfang. Der Hersteller innovativer Selbstklebeetiketten und Funktionsteile begeisterte die Jury durch seinen Managementstil, der die Innovationskraft der Mitarbeiter beflügelt. Dahinter steht einfach die Begeisterung, die Freude und vielleicht auch die Dankbarkeit, dass man überhaupt sowas bewältigen darf und kann und dort alle mitzunehmen in diese Freude. Das ist vielleicht der Kernpunkt, den das Top-Management leistet. Den Kategoriesieg für herausragendes Innovationsklima entschied die wissenschaftliche Gerätebau Dr. Herbert Knauer GmbH für sich. Das Berliner Familienunternehmen stellt Labor- und Messgeräte für Kunden in der ganzen Welt her. Wir sind alle sehr dankbar und sehr erfreut. Meine Kollegen, die heute bei mir sind und ich natürlich. Und wir werden das auch entsprechend Gebühren feiern nächste Woche mit unseren Mitarbeitern in Berlin. Die ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH erhielt aus den Händen von Lothar Späth den ersten Preis in der Kategorie Innovative Prozesse und Organisation. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Kategoriesieger in diesem Jahr geworden. Die ESG scheint überhaupt sich sehr wohl zu fühlen bei dieser Veranstaltung, oder? Ja, das ist schon ein großes Lob für uns, für unsere Mitarbeiter und auch die Prozesse, die wir etabliert haben, dass das so gewürdigt wird und dass das auch wahrgenommen wird von dieser Jury, die ja wirklich hochkarätig besetzt war. Ja. Der erste Platz in der Kategorie Innovationsmarketing ging in diesem Jahr an die Rena GmbH aus der Schwarzwaldgemeinde Gütenbach, einem Hersteller für Fertigungsanlagen zur Beschichtung von Solarzellen und Halbleitern. Ich habe gelesen, dass Sie Ihre Mitarbeiterzahl in den letzten 5 Jahren verfünffacht haben, von 190 auf 980. Soll das jetzt so weitergehen? Ja, wenn der Markt mitspielt, werden wir das so weitermachen. Unsere Innovationen sind auf jeden Fall da und wir können das leisten.
Aus den 4 Kategoriesiegern wurde zudem der Innovator des Jahres ermittelt. Zweifelsfrei der begehrteste Einzelpreis im Rahmen des Top 100 Events, wie Compa Media Gründer Joachim Schuble deutlich machte. Und das Spannende war jetzt zu sehen, okay, welcher Sieger in welcher Kategorie setzt sich durch, also worauf legt die Jury besonders großen Wert? Ist es zum Beispiel das Innovationsklima oder ist es eine andere Kategorie? Es ist mir eine große Freude, Ihnen zu sagen, dass der Innovator des Jahres 2010 sowie die Jury ihn herausgefischt hat aus einem Teich von hochinteressanten Unternehmen, ist die Rena GmbH. Das fühlt sich super an. Sind wir sehr stolz, dass wir jetzt nach 7 Jahren den ersten Preis gemacht haben. Das freut uns sehr. Kommenden Montag haben wir Mitarbeiter eingeladen, haben Geschäftspartner eingeladen, haben Zulieferer eingeladen. Und gemeinsam möchten wir diesen Erfolg auch genießen. Und gefeiert wurde bereits an diesem Abend. Gemeinsam mit 100 Preisträgern und viel angereister Prominenz. Ja, ich hatte großen Spaß. Es ist immer eine sehr schöne Veranstaltung, finde ich, weil man eben auch auf so interessante Menschen trifft. Innovative Unternehmer sind ja oft auch kreative Menschen, kommunikative Menschen und ich habe schon das ein oder andere inspirierende Gespräch geführt hier. Und so ging es den meisten der 350 Gäste, die den Abend zumeist auch für aktives Netzwerken und den Gedankenaustausch unter Gleichgesinnten nutzten. Mir macht es eine große Freude, wenn ich diese engagierten Menschen treffe und mit denen diskutieren kann über die Zukunft, über neue Chancen, wie man das und jenes machen könnte. Und ich finde es einfach gut und deshalb bin ich da begeistert dabei. Zum Abschluss fasste Silke Masurat die Gründe für den Erfolg von Top 100 zusammen. Dass Sie sehr froh sind, dass Ihnen endlich jemand das zugutekommen lässt, was Sie verdient haben, nämlich Ihre herausragenden Leistungen tatsächlich bundesweit bekannt zu machen. Und die Unternehmen profitieren davon, dass sie dieses Gütesiegel einsetzen können, um Vertrauen zu schaffen bei ihren Entwicklungspartnern, bei ihren Kunden und bei sonstigen Geschäftspartnern, Geldgebern zum Beispiel. Und in diesem Jahr feierten die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur ihre Auszeichnung mit dem Top 100 Award, sondern auch die Erkenntnis, dass Innovation offenbar das beste Rezept gegen die Krise ist. Und so nehmen Deutschlands erfolgreichste Mittelständler auch am Morgen nach der Preisverleihung wieder Kurs in Richtung Innovation.